Prozedur. Das sehen wir noch einmal in einem Schülerarbeitsplatz. Und dann habe ich eben einen Server oder einen Client, stecke die Zeit zusammen und habe ein fixfertig vorkonfiguriertes Schulnetzwerk auf Basis freier Software. Grundlage für den Server und auch für den Client ist OpenSUSE. OpenSUSE deshalb, weil es 2005 damals mit dem Autojavascript möglich war, automatische Installationen durchzuführen. Das habe ich in anderen Linux-Distributionen damals noch nicht gefunden, was diese Geschichte war. Das heißt also, seit 2005 gibt es dieses Produkt und jetzt im Jahr 2013, wo ja Cloud in aller Munde ist, haben wir uns auch dieses Themas angenommen und es gibt jetzt auch bei der neuen DVD dann einen Installationspunkt Cloud for Education einzubauen. Dieser Cloud for Education basiert auf OnCloud, auch ein freies Softwareprojekt. Und das gestattet eben jetzt an meiner Schule eben den Schülern, dass sie auf ihre Daten am File-Server auch über die Cloud zugreifen können. Wir hatten zuvor eben eine VPN-Lösung und das war natürlich ein bisschen schwierig zu portieren. Das heißt also, die Schüler alle, wir haben also über 500 Schüler an der Schule, dass dann alle in ihren VPN-Tunnel ja, graben und das auch funktioniert, immer funktioniert. Ja, geht schon der VPN-Tunnel, ich bin kommt. Technisch hat es nie Probleme gegeben. Das sind immer nur die Anwender, ja. Das Problem. Vielleicht bräuchten wir noch mal einen Schritt weiter, danke. Ja, du hast ja den. Ich habe mich nicht aktiviert. Ja, das tut mich. Ja, genau. Gut, wie man also sieht, also der neue aktuelle Server für Education hat also auch hier die Cloud drauf, Cloud for Education drauf. Und das ganz Tolle sind da hier, wie es heute halt eben verlangt wird, dass man eben mit den mit allen Devices drauf zugreifen kann. Und da gibt es eben auch eine App von OnCloud, wo ich eben auf die Daten zugreifen kann. Ah, ist schon falsch. Nein. Keine Schleicherung. Ist schon da. Gibt es also, wie man sie hier sieht, tack, ich bin bereits hier in der Cloud. Also, egal, mit diesen Mobile Devices kann ich heute hier auf die Daten in der Cloud zugreifen. Das heißt, dass jetzt in meinem Unterricht, ich beginne irgendwelches Arbeiten in der Schule und dann sage ich, als Hausübung ist das fertigzustellen und dann eben wieder in die Cloud hochzuschieben. Ja, warum Cloud for Education, bitte? Früher habt ihr jetzt VPN gehabt. Ja. Über welche Protokolle läuft das jetzt? Beziehungsweise wie schaut es mit Sicherheit aus? Da hier? Ja. Über HTTPS läuft das Ganze. Okay. Also ganz normales WebDAV, das ja dran knüpft an Apache und gültigen Zertifikaten und so, wird da für Sicherheit gesorgt eigentlich. Okay. Und authentifizieren tun sie sich ganz normal bei unserem schulinternen LDAP-Server, beziehungsweise über den Self-Education. Ja, warum diese Cloud for Education eben? Ich habe immer schon das Problem für mich und auch für meine Schüler, eben den großen Datensammlern, wie immer sie heißen mögen, Google, Microsoft, ja alle, die großen Datensammler, die haben also letztlich einmal fürchterlich geschreckt, dass ich das auch installiert habe, wie viele persönliche Daten die von einem haben wollen. Heute sagt ganz normal, dass man da Alter und was weiß ich, was alles eintippt, damit man da hier auf alles Zugriff hat. Ja, also erschreckend und auch erschreckend in welcher Selbstverständlichkeit man heute all seine Daten im Internet preisgibt. Daher eben wirklich hier ganz wichtig, das ist mein Server, der steht bei mir in der Schule und über diesen Server habe ich eben wirklich 100% die Kontrolle und dort sind meine Daten sicher abgelegt. Bitte. Ich habe noch fragen, weil ich unglaublich kenne oder jetzt immer wieder drauf stoße. Ja. Wie kann ich das jetzt wieder sichern? Also kann ich den Server sozusagen auch nochmal replizieren oder sagen, ich habe ja. In der Cloud 3 oder 4, falls einer ausfällt, damit das Ganze weiter funktioniert? Oder? Also bei unserer Cloud-Maschine ist es so, dass wir die Daten in der Schule sichern. Also mit normalen Backup. Ja, ganz normal. Aber wäre es theoretisch auch möglich, dass ich, also weil Cloud heißt ja eigentlich nicht, dass ich nur einen Server habe, sondern heißt ja, dass ich das
vergleicht. Also man weiß also, ja, wenn ich Google Cloud was reinschreibe, weiß ich nicht, ob jetzt in Pakistan liegen die Daten. Aber geht sowas, würde sowas mit OnCloud abgehen, oder ist das wirklich immer auf Verteilungsbestimmungen? Nein, überhaupt nicht. Weil es gerade ja nur ein Webdienst ist, dann muss quasi das System so konfiguriert sein, beim Apache oder bei welchem Webserver auch immer. Wenn der eine nicht erreichbar ist, dann meldet sich einfach der andere an. Also kann man total ausfallsicher auch machen. Und im Hintergrund, wo die Daten wirklich liegen, so wie es auch bei uns immer der Fall ist, an sich, dieser Webserver, der steht nach außen hin zugänglich, aber die Daten, selbst der File-Server, der steht auf einer ganzen anderen Rechnung, schulintern, im eigenen Netz sogar. Also, normal so könnte man die Ausfallsicherheit. Und die kann man praktisch replizieren? Ja, die kann man kreuz und quer replizieren, das ist dann egal. Also in einem anderen Netz, auf einem anderen Server liegen die Daten von diesem Webserver. Okay, nächstes. Ja, die Installation, wie hier steht, ist wirklich sehr einfach eben, wenn Minuten durchzuführen, eben von der DVD aus, klicke ich eben auf den einen Menüpunkt, sage Server installieren. Die Benutzer, wie schon angekündigt oder gesagt, liegen in einer LDAP-Datenbank. Ich hole mir alle, jedes Mal zu Schulbeginn von der Administration, alle Schülerdaten, mache daraus ein CSV-File und über CSV fülle ich eben hier meinen LDAP-Server mit den Schülerdaten. Und hier wird eben über LDAP authentifiziert. Ja, und das haben wir schon gesehen, dass ich eben hier mit allen möglichen Devices, wie es heute eben gefordert ist, auf diese Daten zugreifen kann. Jetzt können wir an sich da hier mal ganz real irgendwo reinsteigen. Wir haben da hier einmal für unser Desktop Education Projekt eine eigene Karte, wo eben alle unsere Daten drinnen liegen. Wie man sieht, eben DFB 2013, was eben jetzt heuer so anfängt, wie alles drinnen ist. Ja, also, wann immer wir zu diesem Thema etwas suchen, was wir immer schon seit 2005 machen, finden wir hier eben unsere Daten gerade hier in der Cloud. Und auf dem Handy genauso. Wenn ich hier jetzt meine Cloud wechsle, auf dem Handy kann ich mehrere Cloud-Anbindungen quasi definieren. So wie man es hier auch sieht. Sind definiert und Einstellungen. Sind, ja, ja. Welches ist denn bei dir das da? Gibt es mehrere. Ja, der gleiche. Also das war jetzt der Weg zu dir. Da muss ich hingehen. Dann sehe ich hier auf dem Handy die genau die gleiche Ordnerstruktur, wie ich es auch hier im Browser sehe. Änderungen passieren sofort. Ich könnte das auch in meinen quasi Windows Explorer auch importieren oder in Dolphin oder in Nautilus, der Linux-Tab, alles immer komplett gleich. Und rechte technisch kümmert sich der OnCloud-Server bzw. die Cloud for Education darum. Also einmal ein Benutzer angelegt, hat echt die Rechte und auch auf die gemeinsamen Laufwerke oder gemeinsamen Daten. Und das definiert, die Gruppe hat volle Schreib- und Leserechte, dann hat sie das und andere dürfen zum Beispiel das nur anschauen. Definiert man einmal am Server und also wirklich am Server für Education und alles andere passiert automatisch. Wenn wir da hier sehen, dass unter Cloud versteht man mehr als quasi File Service da hier. Mhm. Vielleicht gehen wir bei mir kurz hinein. Ja. Also eine eigene Domäne, fair.sd. Und da sieht man eben, dass ich also neben der Datei nehme. Auch eine Fülle von anderen Features hier haben kann. Ich kann hier also Musikfiles haben, Blenden, Kontakte, Kalender. Bitte nicht schrecken, das ist mein Kalender, du musst bitte nicht überall dort sein. Ich bin Alpenvereins Obmann, habe hier Alpenvereinstermine in meiner Sektion drinnen, nur damit ich weiß, wann was passiert. Überall muss ich hier nicht mitgehen. Auch die Termine meiner Frau sind drinnen, Schulentwicklung, das macht meine Frau. Und damit ich auch weiß, wo meine Frau ist. Kontrolle ist alles. Und ja, Kontakte habe ich hier alle drinnen. Aufgaben, Bilder kann ich hier auch ablegen. Und das synchronisiert auch mit dem Handy. Ja. Wenn ich jetzt eben da hier die Synchronisation eben auf einem Android-Handy haben möchte, gibt es da hier zwei Apps. Eine App für CalDAV, genau da hinten muss es sein, ein Treffpunkt da. Ja, genau. Gibt es hier einmal CalDAV. Dass man eben hier die Synchronisation eben mit dem Handy und der Cloud hier vornimmt und zum anderen eben das CardDAV, dass mir meine Kontakte synchronisiert. Das sind zwei Apps, ja, da habe ich glaube ich insgesamt so 4 Euro irgendwas investiert in die ganze Geschichte, das ist also nicht frei.
2 Euro irgendwas und dann noch mit 3 Euro irgendwas oder 2. Bei iOS, also iPhone-Geräten, geht das ohne irgendwas, also ohne was dazu zu kaufen. Also über diese beiden Apps wird also hier synchronisiert. Genau, dann hat man hier auch irgendwo einen Kalender. Ja, ganz vorne. Nein, da also auf der Startseite. S-Planer, oder? Nein, Startseite. Du hast viele Startseiten. Okay. Dieser A-Kalender, dieses App, also mir gefällt es sehr gut. Da habe ich dann hier alle meine Termine am Handy. Eigentlich da geht das. Dann muss ich das Handy so auch drehen. Dann muss da eben auf Werfen einstellen. Kann man das ein bisschen vergrößern. Hat der keinen Platz. Platzmarkt gibt es eine Änderung. Zum Beispiel könnte man vorbeikommen. Alles da. Okay, dann geben wir vielleicht nochmal einen Termin ein heute. Aha. Das heißt also, wenn ich da hier auf Gmail hier alles mache, was wirklich wunderschön und einfach geht, wäre das meine Alternative, um sich wieder von Gmail zu lösen oder gar nicht dorthin gehen zu müssen. Ja, weil das Gottesorganisation ist uns sehr praktisch für diese mobilen Devices. Gibt es da Gruppenkalender, wo ich gemeinsame Kalender nutzen kann? Ja, man kann sie teilen, aber das ist der große Schwachpunkt. Das geht nicht so toll wie bei anderen Lösungen, zum Beispiel, was ich heute jetzt Mittag mit Zarafa gezeigt habe, falls der eine oder andere da war. Sie ist noch in den Kinderschuhen. Und an sich von den Entwicklern, von OnCloud, die Meinung ist auch, dass sie das gar nicht so wollen, dass man da großartig gemeinsame Kalender macht. Also andere können sehen jederzeit. Man sieht, dass der beschäftigt ist oder irgendeinen Termin hat, aber nicht, dass andere Leute dann bei dem anderen eintragen und so. Zurzeit nicht. Also die Kalender sind quasi in OnCloud und da kann ich schon über Lightning zum Beispiel auf diese Kalender zugreifen. Mhm. Ja, das geht schon. Zum Beispiel eben, wenn die Sekretärin bei mir in der Schule Termin eintragt, das sind diese gelben, die tragen nicht ihr ein, dass sie von der Sekretärin eintragen. Das sind die Schultermine, die für mich sind. Das heißt, ich kann bei jedem Kalender einstellen, wer jetzt Schreibrechte drauf hat. Ja, genau. Ja. Mhm. Aber ich kann nicht gleichzeitig in Mail reinschauen und dann finden. Ich habe es jetzt nicht ganz verstanden. Ich kann jetzt über Schreibrechte definieren, dass jetzt irgendeine andere Person in meinen Kalender schreiben darf. Ja. Und ich kann es nicht über mehrere Kalender drüber schauen, so wie es im Auto zum Beispiel für Besprechungsplanung geht, dass ich sage, such mal nächsten gemeinsamen Kalender hin raus. Und das wollen die auch gar nicht eigentlich. Man sollte es wirklich als Own, wirklich als die eigene Cloud und nicht zum Arbeiten. Quasi. Gemeinsam arbeiten. So, und irgendwann sollte sie das synchronisieren, dann muss ich da glaube ich auch synchronisieren klicken. Pippst schon bei jemandem? Ja, das ist die Karte. So, und dabei 18 Uhr sollte irgendwann einmal dieser Termin aufscheinen. Wie kann ich da aktualisieren? Aus dem Handy ist synchronisiert, was synchronisiert? In Musik. Falls du dann im Internet bist. Weiß nicht. Ja, wir müssen ja schauen auf die Seite. Ja, also das sind diese Spielereien bei OnCloud. Mich persönlich hat zum Beispiel sehr stark interessiert, RSS-Feeds anzuzeigen, weil ich die gerne gelesen habe und der Google Reader wird ja eingestellt, vielleicht eine oder andere weiß. Da habe ich natürlich eine Alternative gesucht oder benötigt und gleich in meine eigene OnCloud eingebunden. Das ist die aktuellste Version, die kommt am Montag oder was heraus. Ein bisschen anders aus. Und da gibt es auch Nachrichten. Das lädt sich jetzt die aktuellsten runter und ja, habe ich so, wie ich das quasi von anderen RSS-Feeds gewohnt bin oder Readern gewohnt bin, habe ich hier jetzt da auch meine ganzen Einträge drinnen. Und man kann auch selbst theoretisch solche Apps, wie sie das nennen, auch hinzufügen oder programmieren. Gibt es hier einen Punkt Apps. Da gibt es schon sehr, sehr viele Sachen. Irgendwann kann man mal das ganze LibreOffice angeblich hier also betreiben. Also auch in der Cloud einzuflegen. Das ist sicher dann interessant, auch gemeinsam Texte zu schreiben, so wenn man es von Google Docs gewohnt ist.
jetzt kann man halt nur mal so Bilder gemeinsam schreiben und oder malen und Text eben. Ja. Man kann jetzt eine neue Datei, anlegen. Index.html zum Beispiel. Klicke ich an. Oder vergrößern und habe hier auch gleich die Möglichkeit, dass ich weiter schreiben kann. Ja, schreiben kann man nichts, aber HTML, also ich habe hier auch gleich Syntax-Highlighting und zum Beispiel beim Programmieren, um gleich diese Erweiterung, wenn ich da jetzt der Head anfange zu schreiben, dass er da gleich Head auch wieder schließt. Also für viele Programmiersprachen, so die einfachen, gibt es da gleich so einen intelligenten Editor. Ja, Markdown auch was? Ja, glaube ich schon. Also da gibt es eine ganze Liste. Wirklich. Kann ich eine Versionskontrolle auch? Und Versionskontrolle gibt es auch, ja. Und wenn ich eine Datei lösche, dann fragt er auch, ob ich die irgendwie in den Papierkopf schieben will und möglicherweise dann doch wieder herstellen will. Das gibt's, ja. Und Verschlüsselung serverseitig könnte man auch damit machen, ja. Muss man also vorsichtig sein, aber sage ich ganz ehrlich damit. Denn das ist immer so ein bisschen Experimentierzeug von den OnCloud-Entwicklern selbst. Also ob man da dann wirklich die Dateien nach dem nächsten Update auch noch lesen kann. Ja. Also OnCloud ist an sich ein sehr junges Projekt, aber ein sehr dynamisches Projekt. Also da kommt wirklich laufendes Neues auf den Markt. Und da denke ich mir, gerade für den Zweck, für die Schule, für unseren Zweck, für meinen Zweck, bin ich sehr glücklich damit. Gehen wir noch kurz zurück auf die Präsentation. Ja, eine Sache will ich noch kurz. Wir haben ja noch genug Zeit. Also. Übertreiben wir. Der eine an der andere hat schon gesehen, wenn man da Cloud-Punkt irgendwas eingibt, kommt man oft zu Seiten von uns. Das ist jetzt bei uns in der Schule, im Gymnasium in Weiz. Und das ist jetzt wirklich die Cloud, so wie wir es verkaufen als Cloud-Education. Hier im Hintergrund läuft unser Samba-Server eigentlich. Also die Dateirechte und Ordnerrechte und alles weitere läuft über Samba. Das sieht man hier aber gar nicht. Das heißt, dieses gemeinsame Laufwerk ist nur ein Laufwerk, was eigentlich zwar für alle sichtbar ist, aber wo nur Lehrer schreiben dürfen. Also von Dateien an die Schüler. Lehrer haben schreiben und das Recht, die Schüler haben nur genau, also will ich hier jetzt was, also ich darf als Administrator immer überall schreiben, aber theoretisch will ein Schüler probieren, jetzt irgendwas zu löschen oder aufzuwerten, dann kommt halt einfach ein Fehler. Das ist Pech. Und in seinem eigenen Home-Ordner zum Beispiel hat er sein Netzlaufwerk, sein herkömmliches. Die Daten auf Fallserver in der Schule. Ja, und so PDF im Browser anzeigen, das kann ja inzwischen auch jeder. Man kann auch Fotos von mir anschauen. Ja, und hier auch wieder die HTML-Datei direkt bearbeiten. Das ist noch die alte Version, die hat kein so ein schönes Syntax-Highlighting. Und man kann direkt die eigene Schüler-Homepage auch so quasi editieren, ohne Hochladen und so. Das ist der Mehrwert quasi von Cloud für Education. Gut, du willst noch kurz was sagen und dann... Ja. Das haben wir, ja, das haben wir an sich alle schon gesagt. Worauf ich noch speziell hinweisen möchte, eben zu unserem Projekt Server Desktop für Education gibt es eben da hier am Gymnasium Weiz in der ersten Ferienwoche einen Workshop, wo man an sich mit zwei Rechnern hinkommen kann, einen Server und einen Client. Dort wird das eben installiert und vor Ort eben innerhalb dieser drei Tage eben das ganze Handling durchgemacht von diesem System. Dann sollten wir in der Lage sein, mit diesen zwei Dingen nach Hause zu gehen, sie auszurollen in der Schule und mehr oder weniger in der Schule auf die Art und Weise zu stehen. Dann sieht der Sommer gut eignet, im Herbst wird es laufen. Für jene, die da reinschnuppern möchten, bieten wir auch noch für Einsteiger, das heißt, das ist jeder herzlich willkommen, kann dort oder dort einnehmen, führen sie ein bisschen ein, und die Standardsoftware, die wir hier auf dem Desktop Education aufbauen. Eine Veranstaltung der Pädagogischen Hochschule Steiermark, das heißt also, wenn jemand Lehrer ist, kann er sich noch bis 19. April hier am Mai anmelden und eben Preisrechnung geben. Dasselbe gibt es also Ende der Ferien noch einmal, da kommt der Klaus Knopfer, das 11. Mal nach Österreich, zum 3. Mal nach Weiz, auch eine Veranstaltung der Pädagogischen Hochschule, und es sind alle anderen Interessenten auch herzlich eingeladen, nach Weiz zu kommen, muss nicht Lehrer sein, nur Interessierter, und dann mal den Klaus Knopfer zu erleben. Und ich zeige jetzt nicht das Video. Ja, kein Video. Ja.
kein Video, gell? Aber dann Slide. Sicher, ja, genug. So sind eben, zum Beispiel eine Live-Version haben wir auch, das heißt auf dem Stick, wir haben also die Description Live-Version, das heißt also jederzeit am Stick damit arbeiten. Und zum Abschluss eben, mit so einer Live-Version kann ich mich eben hier mit dem WebDAV-Protokoll in die Cloud reinhängen und kann die Daten, die ich hier auf so einem Live-System erzeuge, auch in die Cloud schreiben. Das ist also wirklich sehr praktisch. Und damit wäre ich schon fertig. Danke herzlich für das Kommen, für das Interesse. Dankeschön.